Willkommen zu FNs24 in unserer eierten Senna-Karriere. Wir sind in Shanghai, China und ich kann euch sagen, heute fahre ich tatsächlich mein bestes Rennen, das ich in FNs24 jemals gefahren habe. Aber dazu später mehr. Ihr seht, die Bedingungen sind sehr wechselhaft, sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen. Hier haben wir also China mit 5,4 Kilometer, 16 Kurven und zwei DRS-Zonen. Gerade die zweite wird unnormal gottlos werden, denn der Top-Speed ist nicht ganz da und dadurch wird es echt ganz, ganz schwierig werden. Es geht jetzt mal in S-Q1 und ja, das ist unser einziger Run, denn man hat in diesem Jakku nur einen Satz roter Reifen. Ich fahre hier kurz und in Turn 1 rutsche ich schon enorm über die Vorderachse. Generell ganz, ganz rutschige Angelegenheit, im Trockenen sogar schon. Also muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich habe ein bisschen Schiss vom Regen. Und vor allem tatsächlich auch von Starkregen. Alex Albon legt hier mal die erste Duftmarke vor mit Purple, ersten Sektor. Wir kommen hier nicht ganz dran, aber es sind auch schon andere Karita gefahren. Also wir werden jetzt in keinen Sektor mehr irgendwie Purple haben. Diese Kurven gehen tatsächlich ziemlich gut mit dem neuen Auto-Handling. Keine Ahnung, was man sagen soll. Hier kannst du wirklich ganz, ganz spät reinbremsen. Nur ich weiß immer noch nicht genau, wie man diese beiden Linkskurven hier fährt. Also ich bin da echt behutsam auch mit dem Gas. Kommt auch ehrlich gesagt sehr sauber raus, aber schnell ist es nicht tatsächlich. Die Schneckenkurve und auch hier ist es wirklich ganz, ganz verhext. Du musst hier eine gute Linie haben, sonst bist du echt weg vom Fenster. Hier bleibe ich dann mal innen und lass mich natürlich nach außen tragen. Das war jetzt auch mal, würde ich sagen, der zweite Sektor. Jetzt in den dritten rein, das ist quasi nur die Geraden und zwei Kurven. Die Haarnadelkurve bloß nicht verbremsen, sonst ist der Satz kaputt und wir können von ganz hinten starten. Also das wäre dann echt gar nicht so toll für uns. Es geht in die letzte Kurve rein und auch hier kann man vieles falsch machen. Ich komme gut rein, nehme die ganze Strecke mit, glücklicherweise noch kein Kiesbett und es ist aktuell mal der erste Platz. Das wäre echt crazy. Aber ich weiß natürlich, dass sich jeder nochmal verbessern wird und ich glaube. Wir warten, bevor die Fahrer dann auch vom DRS profitieren können. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Stroll, Senna, Verstappen, Sainz, Russell, Bottas, Fernando Alonso, Albon, Oscar Piastri, Gasly, Ocon, Norris, Magnussen, Joe, Tsunoda, Hülkenberg und Daniel Ricciardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Es ist dann nur in Anführungsstrichen Startplatz 5 geworden, aber es regnet und wir fahren mit Slicks. Ich habe echt schlechte Erinnerungen, auch in Japan. Let's go aber mal hier in unseren ersten Sprint in FNs24. Wir kommen gut vom Fleck weg. Da gibt es eine leichte Berührung mit Lance Stroll und auch in Richtung Turn 1 wird es ganz, ganz eng mit Sergio Perez. Und ich quetsche mich hier irgendwie durch. Eine Kollision war das meiner Meinung nach nicht, aber egal. Jetzt hier runter und wir übernehmen aktuell mal den dritten Platz. Und das wäre echt schon mal toll, denn mit TSC-Mittel ist es hier wirklich quasi unfahrbar. Ich weiß nicht genau, was sie mit dem Handling im Regen gemacht haben, aber das ist wirklich unnormal schwach. Also du hast keinen Grip, die KI ist gefühlt so scheiße stark wie weiß ich nicht was. Und wir müssen hier tatsächlich um jede Zehntel bangen. Ich rutsche hier herum, ich muss mich hier natürlich mal eingewöhnen, aber es ist mit Slick-Reifen so lange oder auch bei fast schon Interbedingungen dennoch noch mit Slick zu fahren. Ich hasse es. Also wirklich, es ist so unnormal schwierig, es ist so rutschig und du verlierst so viel Zeit, weil eben die KI direkt on point da ist, quasi kaum Fehler macht und du, ja, guckst da nur hinterher und weißt einfach nicht, wo du die Zeit verlierst und verlierst halt währenddessen immer mehr Zeit. Und so geht es mir jetzt auch gerade. Ich bin schon fast 2 Sekunden von Leclerc weg und auch schon über 1 Sekunde von Hamilton. Ja, Lance Stroll drückt jetzt hier von hinten an. Ich weiß nicht genau, warum der Aston so stark gemacht worden ist. Also der war ja die zweite Saisonhälfte letztes Jahr grottenschlecht und natürlich auch diese Season. Und da geht der Hamilton einfach mal rein. Ganz belanglos bremst er da rein. Die neuen Teamkollegen für nächste Season
gehen hier nicht gerade zimplig miteinander um. Jetzt kann sich aber wieder Leclerc aus der letzten Kurve raus da sichern und ja, ich bin jetzt auch wieder in diesem 7-Zehntel-Fenster drinnen, habe im letzten Sektor auch Purple holen können, das aber vermutlich dem ERS auf der Geraden geschuldet, also das war jetzt kein fahrerischer Skill oder so, das war glaube ich nur das ERS. Wir gucken uns die Start-Replay an vom Sprintrennen und von außen sieht es gar nicht so regnerisch aus, aber gerade innen vom Cockpit aus, da ist es auch sehr rutschig. Da hinten der Aston, der ist echt herumgerutscht und in Turn 1. Ja, da gibt es die leichte Berührung, aber auch nur, weil ich mich quasi hier kaum wehren kann. Links einer, rechts einer und ich muss halt wirklich diese eine schmale Linie fahren, die mir da beide zur Verfügung stellen und das noch unter diesen Bedingungen. Also ich glaube, ihr könnt mich verstehen, dass es da nicht ganz so einfach ist, das Ganze zu halten. Aber jetzt mal, ja, gehen wir in die zweite Runde rein. Ich bin zwar ganz knapp at risk, dass mich hier Strolly Boy überholt. Aber aktuell schaut es jetzt mal gut aus, dass wir hier ja uns mal den dritten Platz behalten können. Ich denke aber auch mal, sobald die Reifen etwas abgenutzter sind und wir natürlich dann auch wieder mehr herumrutschen, wird das noch viel schwerer werden. Denn 7 Runden mit einem gelben Reifen war dann schon sehr optimistisch. Also ich dachte nicht mal, dass wir eine Runde fahren und dass dann jeder in die Box abbiegt und sich quasi Slicks holen wird, Inters holen wird. Das war nicht die Sache. Nein, war es leider nicht. Wir müssen hier also in diesen, ja, doch schon sehr regnerischen Bedingungen irgendwie durchkommen. Irgendwie das Ganze überleben und nur keine großen Fehler machen. Denn das würde tatsächlich bedeuten, dass wir im Rennen, oh nein, Blödsinn, das gibt's ja nicht mehr. Das würde dann nur bedeuten, dass wir im Sprint heute keine Punkte holen würden. Und das ist ja natürlich mein Ziel. Ich frage auch immer wieder nach dem Wetter und ja, die Reifen will es nicht, die Intermediate könnten beides passen. Das ist natürlich genau die Antwort, die ich von einem renommierten Teamchef haben will. Der sagt mir, wir wissen es nicht genau, die Inters oder die könnten beide passen. Das ist natürlich genau das, was du als Rennfahrer nicht hören willst. Du rutschst herum wie ein Irrer. Jetzt ist es aber wieder trockener geworden hier. Tatsächlich, also es ist immer so abwechselnd, aber wir haben auch keinen Spray mehr an den Reifen. Sergio Perez ist mittlerweile auf dem vierten Platz. Das Ding ist halt, die Reifen sind jetzt schon etwas, ja, benutzter, würde ich mal sagen. Und jetzt ist es natürlich noch schwerer, die Konkurrenz da hinten zu halten. Perez zieht jetzt mal hier vorbei. Können wir uns da noch einmal irgendwie wehren und, mein Gott, Alter, der hat da so einen tollen Exit, obwohl er nicht mal die ganze Kurve ausfährt. Kann ich hier in der letzten Kurve dranbleiben und muss da auch innen über diesen Curb drüber fahren. War aber auch glücklicherweise nichts an Schaden oder Crash oder so weiter. Da würde er gleich mal wieder vorbeischießen. Nein, das geht sich diesmal mal aus. Es geht in die erste Kurve rein, Leute. Wir sind 2,5 Sekunden hinter der Spitze, was für mich gesehen eigentlich ziemlich okay ist. Und der Regen hat komplett aufgehört. Das Ding ist halt jetzt tatsächlich, dass wir es irgendwie lebend ins Ziel schaffen müssen, denn die Reifen werden so einen gottlosen Abnutzung haben und die werden jetzt so herumrutschen, dass es hier wirklich ganz, ganz schwer werden wird, sich vor Perez zu halten. Fast noch schwerer wie unter nassen Bedingungen, denn da gab es ja halt auch kein DRS. Jetzt hier durch den Mittelsektor, durch, Halleluja, Leute. Okay, so trocken war es dann doch noch nicht und da kommt noch ein Rutscher, Leute. Da zieht es jetzt Perez durch, aber Halleluja, Leute, was war das? Das war so scheiße knapp, aber immerhin konnten wir einen halbwegs okayen Safe hier rausholen, aber das war haarscharf. Oh my Lord, das war verdammt. Bin ich froh, dass wir das Auto abfangen konnten und auch nicht irgendwie in Perez gecrashed sind und auch irgendwie keine Penalty oder so bekommen haben. Ja, die Reifen sind komplett durch, natürlich durch den Rutscher jetzt auch noch etwas sehr heiß. Und da bedeutet es noch mehr aufpassen, noch mehr gucken. Eigentlich sind die Reifen noch okay, ich weiß nicht genau, warum ich hier so herumrutsche. Und Perez ist natürlich jetzt der Lachende, der fährt da vorne jetzt mit den eh schon aktuell schnelleren Reifen weg. Und das müssen wir uns noch einmal angucken. Da war Perez schon einmal da in der vierten Runde, konnte ich mich aber tatsächlich mit einem sehr späten Bremsmanöver in der letzten Kurve wieder vorbei hangeln. Ja, da rutscht du auch herum, da willst du so früh wie möglich aufs Gas gehen. Perez lässt es natürlich auch zu und wir gehen da auch ohne Track Limits an der letzten Kurve vorbei. Da war ich auch echt gut mit einem Exit dran
Also da war ich echt auch wieder weit weg. Ja, Turn 1 ist halt echt interessant. Die ist vielschichtig, die Kurve. Du kannst auch viele Linien fahren und wirst eh nie wird der Fahrt werden. Also wirklich, das ist tatsächlich, ja, das ist so das Leid der ersten Kurve. Ja, da waren wir komplett daneben. Ich war halt echt so ein bisschen im Mad Mode und wollte da auch dranbleiben, aber das hat nicht ganz funktioniert. Jetzt sind wir auch deutlich aus dem DRS-Fenster von Perez draußen. Und da heißt es noch einmal beten, dass sich das ausgeht. Max Verstappen mit dem weißen Reifen. Ich habe mir das ganze ES für die Geraden aufgespart, weil ich auch wusste, dass noch ein zweiter Red Bull hinter mir herumfährt und der auch natürlich auch scharf drauf ist, mich zu überholen. Aktuell schaut es aber mal gut aus. Warum ist der so langsam? Warum ist der so langsam? Da schneiden wir mal den Innenkörper. Ich will hier nur so schnell wie möglich weg. Doppelter Beschuss von beiden Red Bulls ist jetzt nicht so gerade meins. Ich bin auf persönlich schnellster Rennrundenkurs und Hamilton fährt in der 7. Runde die schnellste Rennrunde. Ich habe auch Purple, aber das gibt sowieso keinen Punkt. Ich bin froh, wir haben es ins Ziel gerettet. P4, das gibt 8, 7, 6, 5 Punkte. Also das ist dann okay. Jetzt sind wir also im Qualifying, Leute. Das kommt ja direkt nach dem Sprint. Und es ist mein letzter Run. Vielleicht gelingt uns hier tatsächlich nochmal so eine tolle Runde wie vorhin. Aus der letzten Kurve raus, den ganzen Schwung mitgenommen. Wie findet ihr eigentlich meine Cam? Schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist eine Mischung aus Dave Gaming und meine eigene. Etwas höher wie seine und ich mag das echt sehr. Und auch den Winkel habe ich ein bisschen anders angelehnt. In die erste Kurve rein. Aktuell wären wir mal auf dem 8. Platz. Doch, ich glaube, da liegt noch ein bisschen Zeit im Mittelsektor. Aktuell mal schaut es gut aus. Ein paar Tausendstel konnte ich noch finden. Hier sind wir jetzt bei 600stel raus, die eine Zehntel knapp. Es ist kein Purple, aber wir sind mal 50.000stel schneller als Sergio Perez auf den 6. Platz. Die Strecke liegt dem Williams tatsächlich. Jetzt hier Full Speed Left, nur nicht den Körper zu stark berühren, sonst dreht es uns wieder leicht weg. Und auch, ja, quasi Full Speed, zuerst links und jetzt rechts, Sutherland. Dann zweimal links, hier nur nicht zu viel an die Limits gehen, da berühren wir auch den Körper nur ganz, ganz leicht. Und sind hier mit 4 Zehntel im Delta und holen Purple im Mittelsektor. Das ist wirklich stark, Leute. Aus der Schneckenkurve plus keinen dummen Rutscher machen. Und hier fahre ich meine eigens kreierte Linie, innen bleiben und dann rausziehen. Da, ich weiß nicht genau, ich fahre das immer so, ich verliere zwar ein bisschen Zeit, aber mir persönlich gibt das mehr Gefühl. Und auch am Ende der Geraden sind wir etwas schneller. 7 Zehntel bereits im Delta, Leute. Ich habe gezaubert. Nur hier nicht die Haarnadelkurve verkacken. Früh eingelenkt, früh auch wieder Lenkung aufgemacht, jetzt geht es in die letzte Kurve rein. Können wir tatsächlich die Pole Position uns hier sichern? Aus der letzten Kurve raus, die ganze Strecke ausgenutzt, das DRS aufgeklappt und es reicht. Für, gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde gestern startet Ayrton Senna von der Pole Position und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Hamilton, Russell, Sainz, Oscar Piastri, Perez, Joe, Fernando Alonso, Norris, Bottas, Stroll, Hülkenberg, Albon, Ricciardo, Gasly, Magnussen, Tsunoda und Esteban Ocon steht ganz hinten. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es hat tatsächlich für die Pole gereicht, Leute. Wir starten also hier auf dem ersten Platz. Lights out und let's go hier in F1-24. Es ist später noch Regen angesagt. Ich muss hier direkt mal zum Start Leclerc und Max Verstappen abdecken. Gut, Leclerc hat sich selbst verabschiedet, der hat früher bremsen müssen, weil er die Kurve nach oben hin immer enger wird. Wir bleiben also auch nach dem Start und den ersten drei Kurven erster Platz. Das ist wirklich sehr stark. Natürlich muss ich mir auch im Klaren sein, dass es später regnen wird, dass viel passieren kann und vor allem natürlich, dass wir auf die Geraden ohne DRS-Hilfe etwas leicht angreifbar sind. Das macht mir aber ehrlich gesagt jetzt noch nicht die großen Sorgen, denn es gibt erst ab der zweiten Runde DRS und ich hoffe auch ein bisschen, dass Verstappen und Perez hier ins Kämpfen kommen, dann könnten wir hier wirklich was machen. 95 Schwierigkeit, Selbstbremsen, Selbstschalten und Traktionskontrolle auf Mittel,
Ich weiß, viele werden jetzt wieder sagen, das ist eine zu lowe KI und das weiß ich auch, ich muss die noch höher stellen. Ich werde dann die nächsten Rennen auf 6,97 herumcruisen. Ich dachte echt nicht, dass die KI oder besser gesagt auch das Auto sich so schnell so gut entwickeln wird oder vielleicht auch ich, dass ich das Handling so schnell verstehe. Ich bin am Anfang mit 85 gefahren und habe dann im zweiten Rennen auf 90, ich glaube dann bin ich mal auf 92 und dann jetzt auf 95. Vielleicht werden wir die nächsten ein, zwei Rennen auf 96 probieren. Monte Carlo werde ich auf jeden Fall aber nur mit einer 91, 92 fahren, denn Monaco ist halt wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Jetzt haben wir aber mal die erste Runde überstanden, Leute. Wir sind jetzt mal in China und nicht in Monte Carlo. Aus der letzten Kurve raus geht es hier tatsächlich auch mit einem guten Schwung. 1,38,0, das ist natürlich bei weitem nicht das, was man hier fährt. Aber wir haben ja gerade auch die erste Runde vorbei. Verstappen ist sehr motiviert, der klebt uns hinten drauf. Ich bin jetzt mal motiviert, mir die Start-Replay anzugucken. Wir kommen an und für sich gar nicht so gut vom Fleck weg, weswegen ich da direkt mal den Ferrari abdecken wollte. Der war dann aber schon vorbei, hat aber innen auch gesehen, dass da kein Land ist. Verstappen geht weit, konnte aber dann gerade in der Schneckenkurve trotz leichter Berührung hier innen den Leclerc catchen und hat das Ganze auch über die letzte Runde mitgebracht. Es beginnt zu regnen, wir sind in der vierten Runde und Max Verstappen ist angriffswütig, also der ist wirklich sehr motiviert, uns hier jetzt anzugreifen. Ich bin natürlich aktuell von der Pace her nicht so schnell, ihr kennt mich mittlerweile, im Regen mit Slicks, es ist echt eine Horrorsache für mich. Ich rutsche rum und ich habe wirklich keinen Grip, ich finde kein Land und jetzt noch als Führender des Grand Prix wird das noch viel, viel schwerer werden. Ich habe die Box schon das ein oder andere Mal gefragt. Die haben gesagt, Slickreifen sind aktuell am besten. Reg dich nicht auf, fahr weiter und lass uns mal abwarten, wie stark das Wetter wird. Das lasse ich sie jetzt mal, nur ich hoffe, dass sich das Wetter bald entscheiden kann. Denn 16 Runden mit diesen Conditions, das werde ich bestimmt nicht überstehen. Und das müsst ihr mir echt glauben, 16 Runden auf diesem beschissenen Wetter, das wäre dann echt schon die Qual, eine Horrorqual wäre das. Und ja, Verstappen jetzt auch hinter mir, der drückt ordentlich an, das DRS ist by the way noch aktiviert, also der wird mich jetzt tatsächlich auch wieder angreifen dürfen, wird auch etwas schneller sein und ich werde mich da jetzt kaum irgendwie verteidigen können. Ja, die Doppelstriche kommen schon. Ich bleib mal auf meiner Mittellinie. Links einer. Na Gott sei Dank zieht Leclerc jetzt nicht noch rechts irgendwie vorbei. Denn sonst wäre ich komplett am Arsch gewesen. Jetzt aber mal durchatmen. Die Startzielgeraden. Die letzte Kurve mal gut erwischen. Und wenn ich mir das so angucke, guckt euch mal den Spray an. Die Reifen hier schon verdrängen. Also ich merke, das ist eindeutig keine Condition mehr. Apropos, Max Verstappen geht in die Box rein vor zwei Kurven. Habe ich mein Team gefragt, ob es bereit ist für Inter. Sagen sie mir, nein, bleib auf den Slicks, es ist noch nicht ein Inter-Wetter. Und jetzt fahren einfach alle hinter mir rein, inklusive mein Teamkollege. Und ich frage mich tatsächlich, für wem dieses verdammte Team ist. Sind die für mich oder doch für die Gegner? Ich habe keine Ahnung, Mann. Das ist so asozial. Also ich muss jetzt eine Runde auf diesen scheiß Conditions überleben. Und sie sagen mir so, nein, du bist zu früh und bleib noch draußen auf den Slicks. Es ist einfach so eine Verarsche. Ich verliere dadurch so wertvolle Zeit. Die mit dem Inters können jetzt quasi so schnell fahren und wir müssen uns hier irgendwie durchfrecken. Ich bin der Nummer 1 Fahrer oder beziehungsweise ich habe die bessere Grid Position gehabt beim Start. Und da bevorzugen sie lieber Albon anstatt mich. Also das zeigt mir dann echt schon den wahren Charakter von diesem Team. Wir sind in der sechsten Runde am Ende hier. Sainz hat jetzt schon aufgeholt und ja, ich muss die Notbremse hier ziehen. Ab in die Box, denn sonst werden wir komplett von Verstappen und dem Rest hier aufgefressen. Sieg ist jetzt schon keiner mehr drin, da bin ich mir fast sicher. Das ist echt asozial, was die Box da mit mir abzieht, denn das habe ich mir ehrlich gesagt nicht verdient. Ich kämpfe hier um den ersten Platz. Einer verbremse mich sogar noch. Gott sei Dank gibt es hier kein Kiesblatt mehr. Sonst wäre ich richtig, richtig durch gewesen. Aber das ist wirklich... Die wollen mich da richtig durchnehmen. Fertig, los jetzt. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten.
Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ja, es ist der 8. Platz, Leute. Das ist ernüchternd. Da müssen wir uns echt noch ein bisschen nach vorne kämpfen. Und ich würde sagen, spätestens jetzt werden wir mit dem Slick-Reifen sowas wie von geflankt worden. Hier halten wir mal drauf und können tatsächlich mit ein bisschen Ehrfurcht von Perez an Perez vorbeigehen. Und das ist eine rutschige Angelegenheit. Doch mit dem Slick, fühle ich mich immer so unwohl. Aber mit dem Inter ist es dann doch vom Handling her und vor allem auch natürlich vom Grip-Level her, wer da doch ein bisschen mehr Wasser verdrängen kann und auch weniger Aquaplaning hast, ist es wirklich viel, viel besser. Also sobald ich einen Inter drauf habe, bin ich da wirklich viel beruhigter. Ich bin auch nicht irgendwie so, ja, ich weiß, man rutscht noch immer noch, wie weiß ich nicht was, aber auf den Geraden dann immerhin nicht mehr. Und das ist dann wirklich das, was mich dann ein bisschen, ja, entspannter macht. Meine Vorgabe ist hier tatsächlich eine durchschnittliche Rundenzeit von 1:48,9, also das könnten wir schaffen. Wir waren zwar in der Box, mussten auch Perez überholen. Also ob es in dieser Runde funktionieren wird, ist fraglich. Aber wir müssen eine durchschnittliche Zeit haben. Das ist dann was ganz anderes noch einmal. Apropos, wir haben auch die schnellste Rennrunde und ich denke mal, dass wir unter diesen Conditions bestimmt nicht von jemandem geschlagen werden. Ganz, ganz spät gehe ich hier rein, da gibt es keine Berührung und das ist wirklich ein gutes Pflaster, denn die KI ist hier sehr, sehr, sagen wir mal, vorsichtig unterwegs und ich kann hier mich wieder auf den 6. Platz vorarbeiten. Das an sich wäre schon echt ein gutes Endergebnis, wären 8 Punkte immerhin, aber natürlich, ich sehe Guan Yu Zhou, Oscar Piastri, das sind beides eher Fahrer, denen man es nicht zutraut, dass die vielleicht unter diesen Conditions durchhalten können. Vielleicht kann ich dann doch noch was machen und wir können noch den ein oder anderen, ja, durch Fehler erzeugten Overtake machen. Das wäre dann echt wichtig und ich hoffe natürlich, dass mich auch immer mehr in diese Conditions reinarbeiten kann. Ich werde auch, merkst, von Runde zu Runde konstanter, von Runde zu Runde kann ich mehr an die Limits gehen. Natürlich sollte man es im Regen halt nicht zu stark übertreiben, aber aktuell schaut es echt mal gut aus. Das Auto lässt sich verdammt gut steuern und auch das Trockensetup ist in diesen Regenbedingungen auch okay. Also wirklich, da kannst du nicht meckern. Das ist sau stark. Guan Yu Zhou hier in der ersten Kurve etwas schwach unterwegs. Ich drift mehr die erste Kurve, als ich sie fahre. Und den Unlashed Heckflügel kenne ich jetzt zu gut. Wir gehen hier rein und übernehmen tatsächlich den 5. Platz. Also sind jetzt auf dem 5. Platz. Oscar Piastri ist jetzt vor uns. Und können wir hier was machen? Wir gehen hier im Windschatten rein, Leute. Bremsen ganz, ganz spät und gehen außen hier an Piastri vorbei. Was für eine Leistung, Leute. Was für ein Overtake. Das ist tatsächlich P4 und das hätte ich echt nicht gerechnet. Hier kommt zwar immer wieder so ein kleiner Konter von der Konkurrenz, aber da kannst du auch nicht stark reinhalten und wir übernehmen hier jetzt auch fix den 4. Platz, Leute. Yes!
Wir sind bereits in den Replays drinnen, Leute. Und da müssen wir uns nochmal wirklich das ein oder andere Overtake-Manöver angucken. Da jetzt mal gegen Oscar Piastri. Und das ist wirklich sehr, sehr stark. Ich habe mir hier so ein bisschen zurechtgelegt, würde ich fast sagen. Wir gehen hier immer wieder in seinen Windschatten, aber so ein bisschen leicht aus dem kompletten Windschatten raus. Ich habe mir so geguckt, wie fährt er so. Und da wird die Konkurrenz wirklich immer langsamer. Du kannst hier mit viel mehr Schwung in die Kurve reingehen, bremst dann später als er. Er hatte hier noch einen kleinen Rutscher drin. Da kann zwar noch der Konter auf der langen Geraden. Da konnte ich ihn auch ein bisschen von der ja quasi Ideallinie drücken. Also viel Ideallinie ist eh noch nicht da. Und beim Anbremsen dann war ich auch etwas später dran und übernehme hier tatsächlich den vierten Platz. Mit dem habe ich echt nicht mehr gerechnet. Unter diesen Conditions, ihr seht es jetzt auch, der Regen wird immer stärker und auch von der Box aus wird schon gesagt, so, wir wissen nicht, wie lange dieser Reifen noch die richtige Wahl sein wird. Es könnte wirklich sein, dass bald vorbei ist mit diesem und wir noch einmal auf Full Wet gehen müssen. Aber so weit will ich es tatsächlich nicht kommen lassen, denn ich sehe die Spitze immer näher kommen und vielleicht können wir da auch Richtung Platz 2, 3 noch irgendwas machen. Das wäre wirklich verdammt krass. Wir haben in der letzten Runde Probleme bei den anderen Autos beobachtet. Mit Intermediates wird es jetzt definitiv schwerer. Vielleicht ist es Zeit für die Komplettregenreifen. Lässt jetzt nach, aber es dauert noch ein bisschen, bis die Strecke trocknet. Sekunden vor deinem Hintermann. 4 Sekunden.
Jetzt sind wir hier da, Leute, und wir sind tatsächlich im 15-Fenster drinnen von Lewis Hamilton. Können wir es hier ähnlich wie vorhin gegen Perez, Alonso und auch Piastri machen? Und wirklich, ich gehe hier später rein, es ist eine saurutschige Linie, aber es funktioniert. Ganz, ganz spät bremse ich hier rein, es gibt keine Berührung und wir übernehmen hiermit viel Rutscherei. Es ist wirklich unnormal rutschig. Übernehmen wir hier aktuell mal den dritten Platz, doch Hamilton will sich das Ganze nicht gefallen lassen. Er hält hier doch nicht drauf, doch der geht hier rein, Leute, und das müssen wir uns unbedingt in der Replay noch einmal angucken. Denn es ist verdammt rutschig, Leute, guckt euch das mal an, wie ich hier herumrutsche. Turn 1 ist wirklich verdammt schwer zu fahren, das müssen wir uns dann unbedingt noch einmal in der Replay angucken. Schaut euch das mal an, es ist so Ist ihm vielleicht hier rutscht und nochmal ein Quersteher. Aber irgendwie war ich dann trotz dieses Drifts schneller. Und da gehen wir hier, setzen wir uns dann neben Lewis Hamilton vorbei. Und mit einem ganz, ganz späten Bremser reicht es dann wirklich aus, um uns hier an den dritten Platz vorzupreschen und dann hier natürlich auch noch aufs Podium zu kommen. Das ist quasi ja so unreal. Es geht hier fast zur Berührung. Hamilton guckt, ich gucke auch, dass es dann nicht zur Berührung kommt. Da rutsche ich auch neben die Bahn, aber es hat alles gut funktioniert. Beide haben gut mitgespielt und es reicht hier tatsächlich aus. Wir gehen in die letzte Kurve rein, Leute, und übernehmen ganz, ganz knapp hinter Charles Leclerc den dritten Platz. Und das in einem Rennen, wo ich wirklich fahrerisch an die Ayrton Senna Skills drangekommen bin, denn das war wirklich eine unfassbar harte Nummer hier. Ein weiterer Sieg und eine meisterhafte Leistung von Max Verstappen. Heute gab es einen weiteren Sieg und das Selbstvertrauen steigt stetig an. Und dieses Selbstvertrauen wächst lawinenartig. Nach Leistungen wie diesen kommt man an einen Punkt, an dem man kaum noch zu schlagen ist, Sascha. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Das war also das Final Klassement. Albon enttäuscht mich ein bisschen, dass der nur P14 geworden ist. Wir holen all in all 21 Punkte an diesem Wochenende. Das ist verdammt stark, auch wenn wir Verstappen damit nicht einholen. Aber das ist jetzt auch nicht das privilegierte Ziel. Wir sind auch in der Weltmeisterschaft der Konstrukteure auf dem vierten Platz. Das ist noch okay. Ich glaube, es geht zwar besser, aber da müsste jetzt auch mal ein Albon mitspielen. Jetzt noch einmal hier am Ende des Rennens gucken wir uns die verdiente Wertung an. Reicht es endlich, um eine Platzierung nach oben zu erringen? 95 haben wir in der Konzentration. Ja gut, Ratings sind wir immer noch auf 94, aber das mit einem Ayrton Senna, das ist dann auch etwas schwieriger, denn du musst ja halt jetzt echt mal an die, diese Werte drankommen, wo dieser Fahrer schon einmal war. Und da geht sogar ein bisschen minus Windkanal. All in all, aber plus 200. Das war echt ein starkes Wochenende, Leute. Ich will mich mal gern bedanken bei euch. Vielen, vielen Dank für euren Support. Danke. Es geht zu einem geheimen Treffen. Das könnte interessant werden. Schauen wir mal rein. Ich werde nicht unterschreiben oder so. Das werde ich absolut nicht. Das wäre McLaren, Leute. Das wäre McLaren. Wir könnten tatsächlich zu unserem Wunschteam jetzt schon kommen. Aber ich bin nicht so einer. Ich bin wirklich nicht so einer. Wir gehen noch nicht dorthin. Ich weiß, ihr werdet heiß auf mich, aber nein, es wäre echt geil, zu McLaren jetzt schon zu gehen. Aber das kann ich denen nicht antun, tatsächlich. Das kann ich ihnen nicht antun. Und da muss ich jetzt echt nein sagen. Sonst, wenn ich noch länger hier warte, vielleicht. Aber so sagen wir jetzt mal Tschü mit Ü. Für heute soll es das mal gewesen sein, Leute. Ich hoffe, euch hat die XXL-Folge gefallen und vor allem auch die Spannung an sich. Ich freue mich, dass ihr dabei wart bis zum Schluss. Abonniert gern kostenlos. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok. Es kommt viel online. Auch die Mega-Season geht weiter. Hotlap kommt die nächsten Tage. Und auch Draw the Drag
vielen, 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 vielen Dank fürs Zugucken. Morgen oder später, morgen geht es hier wieder weiter mit einem neuen Video oder später noch auf TikTok. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.